Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Hier in dieser wunderschönen Nacht. Ja, ich muss wirklich sagen, Nacht und Tag gefällt mir sehr, sehr gut in dem Spiel, aber auch vor allem die Nacht, ne, die ist ja wirklich bombastisch. Gut, wo sind wir im letzten Part stehen geblieben? Wir haben krass automatisiert, ja, haben jetzt hier schon unseren ersten Splitter auch eingebaut. Der es uns jetzt ermöglicht, sowohl Schrauben als auch Eisenstangen gleichermaßen herzustellen. Nun brauchen wir Schrauben nicht so sehr wie Eisenstangen. Denn für den nächsten Meilenstein brauchen wir nämlich nur Eisenstangen, ja. Da müssen wir jetzt halt einfach noch ein bisschen warten. Wir haben schon 56 und wenn wir die 30 hier noch dazu nehmen, dann haben wir immerhin diese 100 fast. 100 Eisenplatten und 200 Beton. Die Eisenplatten haben wir schon. Ja, Beton ist halt so eine Sache, ne. Da haben wir noch gar nichts automatisiert. Erstmal eine Sache, die ich ganz gerne überprüfen wollen würde. Wenn wir jetzt das Kupfer auch komplett automatisieren wollen. Ja, wir haben extra dieses mega, mega lange Band hier hingemacht. Wo wir jetzt erstmal nochmal auffüllen. Natürlich kann der Miner noch nicht anfangen zu arbeiten ohne Strom. Jetzt haben wir natürlich wieder alle Leitungen belegt. Das heißt, ich müsste noch einen weiteren Biomasse-Generator bauen. Wir müssen da echt noch mehr auf, also noch viel mehr auf Biomasse gehen. Gut, ich mache das jetzt einfach mal. Ja, okay. Eine Sekunde. Schnell die Ressourcen, dann bauen wir noch einen. Und da schließe ich mal den Miner von dem Kupfer an. Einfach mal, um zu schauen, ob ich überhaupt eine so lange Kabelverbindung legen kann. So, komm. Gib mir ein paar Eisenstangen. Ich greife jetzt hier mal ein paar Eisenstangen ab, noch bevor sie hier ankommen. Das ist ja auch tatsächlich, das ist nicht nur eine Animation, sondern das ist tatsächlich das Gut, was transportiert wird, was ich auch wirklich von dem Förderband einfach nehmen kann und dann wird es halt nicht mehr transportiert. Das ist schon echt cool. So, wir haben 15. Biomasse-Generator. Ich wollte ihn eigentlich auch hier so in die Ecke machen, aber das geht so nicht. Dann müssen wir es halt irgendwie... Warte mal, wo ist... Ja, so, wir müssen es dann irgendwie... Wir klatschen ihn irgendwie einfach hier hin. Das ist jetzt nicht so wunderschön, aber die Biomasse-Generatoren sind ja sowieso nur eine temporäre Lösung. Wir werden noch die ein oder anderen zig Parts damit Energie, also auf diese Weise Energie brauchen. Und dann irgendwann kommt ja, wie gesagt, Kohlekraft. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie das hier funktioniert, aber das werden wir dann zusammen rausfinden. Und als allererstes brauchen wir jetzt natürlich mal wieder Biomasse ohne Ende. Gott, wenn es so hell draußen ist, ich spiele das nämlich gerade zur Mittagszeit, wenn es so hell draußen ist und so dunkel in-game, dann tut das ein bisschen auf den Augen weh tatsächlich. Ah, ein ganz kleines bisschen nur. Oder sagen wir mal eher, es ist einfach unangenehm, anstatt zu sagen, dass es weh tut. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Okay, ja. Wir suchen die Artefakte. Hier sind überall auf der Welt auch so Artefakte verstreut. Dieses eine haben wir da sogar schon mal gefunden, diese komische Kugel. Und es gibt die ganze Welt voll mit diesen Dingern. Wofür genau die überhaupt sind, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann es nicht schaden, sie einzusammeln. So. Zack. Der nächste Strommast, für den mir wieder Eisenstange und Beton fehlt. Und ich habe so die Befürchtung, dass wir mehrere Eisen, also dass wir mehrere von diesen, von den Strommasten bauen müssen, weil wir das eine Kabel nicht komplett bis da hinten rüberziehen können, schätze ich einfach mal. Ich meine, lass einfach mal schauen. Leitung zu lang, ja, okay, gut. Also, es ist viel, viel länger, als ich gedacht hätte, aber immer noch nicht... immer noch zu lang, also... Und außerdem brauchen wir auch mehr Kabel. Und dann müssen wir halt wirklich das Ding mit Strommasten hier dann von A nach B transportieren. Nicht die wunderschönste Lösung, aber auf diese Weise können wir sowohl von da als auch von da unsere nötigen Materialien alle an diesem Punkt hier sammeln und verarbeiten. Sonst müsste ich halt wirklich trotzdem immer noch von A nach B rennen, um alles zu holen. Und so haben wir dann alles hier gebündelt, ne? Also, wenn ich Beton
meinetwegen von hier her hole und hier nehme, die Produktion für Beton mache und die Kupferproduktion ist ja dann hier so dazwischen, von da hinten aus, dann habe ich alles immer hier direkt bei der Base. Das ist wesentlich angenehmer. So, nun brauche ich auf jeden Fall Kabel. Ja, wir könnten noch mehr Beton gebrauchen. So. Und jetzt versuchen wir mal den Strom bis nach da ganz drüben. Das Wasser ganz drüben zu legen. Okay, hier ist die Leitung. Ich gucke genau, bis wo die Leitung zu lang ist. Also bis hier geht's noch. Das heißt bis hier. So, kann ich jetzt bis da hinten? Nee, leider immer noch ein bisschen zu lang. Es geht. Ah, ist aber auch ärgerlich. Es geht genau bis hier so. Dann machen wir mal. Ja, so. Und zack. Jetzt wirst du mit Strom versorgt und kannst schön anfangen zu bohren. Das dauert natürlich eine ganze Weile, bis das erste Kupfererz hier ankommt. Aber wenn das Ding jetzt durchgehend bohrt, dann ist auch unsere Kupferproduktion jetzt vollständig automatisch und ich muss kein Kupfererz mehr nachlegen jedes Mal. Boah, dieser Saturn-ähnliche Planet, das ist so geil, dass der hier in der Nähe ist, immer, ne? Das macht so viel aus, dass der am Himmel ist. Das macht es einfach gleich so viel interessanter, sich den Himmel anzuschauen. So. Beton müssen wir halt noch... Na, wir könnten Beton jetzt selber craften, 200 Stück, oder aber... Oder aber ich beginne doch schon mit, ich beginne doch schon damit, beim Beton das gleiche zu machen wie beim Kupfer gerade. Ich glaube sogar schon. Weil ich habe nämlich keinen Bock, jetzt noch 185 Beton so zu craften. Gut. Meiner MK1. Könnten wir theoretisch bauen. Gut. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir auch häufiger als vorher immer mal wieder auf die Touren gehen und den ganzen Kram hier sammeln für die Biomasse. Jetzt haben wir nämlich 4, die wir betreiben müssen. Ach, fuck. Wie ärgerlich. Da ich jetzt zu viel im Inventar gehabt, habe ich nicht nachgeschaut, ob wir genug Platz haben für die ganzen Miner. Aber die müssen da alle weg. Das ist kein Problem, wir haben ja Zeit, ne? Das ist ja ein Chill. Es ist ja wirklich ein Chill-Let's Play, dieses Spiel, ne? Das ist ein Chill-Let's Play, wo man einfach mal schön Sandbox-mäßig sich seine Welt hier aufbauen kann. So effizient wie möglich alles gestalten kann. Wollen wir ein bisschen Audio lauter machen? Das ist nämlich ein bisschen leise irgendwie. Oder habe ich mal beim Headset-Draht wieder was verdreht? Ne. Es ist einfach mal ein Chill-Spiel, wo man auch mal ein bisschen runterkommen kann, einfach die Atmosphäre genießen kann. Was schon wirklich sehr nice ist. Also, das kann wirklich theoretisch ein 1000-Folgen-Projekt werden, ja. Mal schauen, ob das längste Projekt auf meinem Kanal jetzt wird. Das längste ist ja immer noch Mass Boss, Titan Quest. Aber das hier könnte wirklich, das hier kann theoretisch ja wirklich so ein Minecraft-Ding werden, ne? Du kannst ja wirklich 1000 Stunden Satisfactory in der gleichen Welt spielen. Und von dem, was man so gehört hat, wird das auch nicht langweilig. Ich bin mal gespannt, wie lange wir das Projekt durchziehen. Ich habe aber vor, hier ein sehr, sehr langes Projekt draus zu machen. Gut. Nun ist das Ding, dass wir in meiner MK1 da drauf platzen. Ach, Digga, du willst mich doch verarschen. Jetzt haben wir das Beton weggelegt. Och Gott, das tut mir leid, Leute. Das tut mir leid. Dass wir jetzt hier die ganze Zeit hin und her wandern müssen. I am sorry. Ich bin einfach verplant und pass nicht auf. Naja, mit unserem Speedrun-Jump hier geht es ein bisschen schneller. Und auf YouTube gibt es ja auch immer die Vorspulfunktion. Für euch. Ich muss es hier leider mitmachen. So, jetzt aber. Das gehört aber auch dazu. Das gehört doch zu jedem Satisfactory Let's Play, gehört doch auch dazu, dass man mal Materialien vergisst. Oder mal ein Material zu wenig hat und dann mal wieder zurückrennen muss. Völlig normal. So. Warte, habe ich dich richtig platziert? Nein, habe ich nicht. Gut, dass ich das jetzt nochmal überprüft habe und nicht, als es dann schon zu spät war. So.
Jetzt ist die Frage, gleiches Prozedere? Will ich das Fließband jetzt direkt erstmal hier so durchführen und dann da hinten lang? Oder will ich das da so... Nee, das wäre zu krass. Das wäre zu lang. Das wäre ein zu langer Umweg. Ich glaube, es ist wesentlich effizienter. Wenn wir jetzt wirklich... Okay, warte. Wenn wir das einfach hier so lang führen und jetzt hier an der Wand. So, ne? So, so. Nach dem Motto bis hierhin. Jetzt haben wir keinen Beton mehr. Ah, das wird sich schon gleich noch ändern. Sobald wir das auch noch automatisiert haben. Na, jetzt muss ich sowieso erstmal ein neues Beton craften. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Habe ich was zu trinken hier? Nee. Warte, einmal ganz kurz, Leute. Sofort wieder da. So, der Vorteil, dass ich hier mit einer Hand craften kann, ist nämlich, dass ich dann in der Zwischenzeit was trinken kann. Ah, und zwar schön leckeren Zitronen-Eistee. So, da haben wir erstmal ein bisschen Beton, ne? Dann schließe ich das an den vierten Biomassegenerator an. Mittlerweile sind ein paar von denen wahrscheinlich auch schon wieder komplett out of. Aber ist kein Problem, da kümmern wir uns auch in dem Part noch drum. Jetzt erstmal geht's für dich... Also, ja hier, wie gesagt, dass es jetzt durch die Steine geht, ist für mich... Also, ist aus platztechnischen Gründen sehr, sehr cool. So vom Aussehen her ist es scheiße, aber wie gesagt, wir haben ja alle Zeit der Welt. Wir können das später einfach noch... Wir können das später eigentlich theoretisch alles nochmal abreißen und nochmal richtig schön machen, wenn wir wollen. Wir sind also nicht dran gebunden, dass das jetzt irgendwie so für immer bleiben muss. Aber das ist erstmal die effizienteste Weise, um die ganzen Rohstoffe an einen Punkt zu sammeln. Wie gesagt, das ist erstmal so das Ziel. So, hier brauchen wir keinen Schmelzofen, hier brauchen wir nur einen Konstruktor. Der das dann in Beton verwandelt. Und ich würde sogar sagen, wir machen da... Wir splitten das auf und machen zwei Konstruktoren, die gleichzeitig nur Beton machen. Oder? Das ist, glaube ich, das Beste. So, dafür brauchen wir hier ganz viele Schrauben. Gut, dass wir jetzt da extra so eine Produktion haben. So, das wären... Oh, 36 verstärkte Eisenplatten theoretisch. Gut, wir brauchen 4. Für zwei Konstruktoren, richtig? Was braucht er noch? 18... 8, 8, 8, okay, gut, super. Haben wir. Haben wir. So, dann... Das Ding ist halt, wir kriegen irgendwann eine Kettensäge, um solche Bäume zu entfernen. Die bräuchten wir eigentlich jetzt schon, wenn man sich das hier mal so anguckt, ne? Aber gut, wir machen das mal provisorisch erstmal anders. Wir machen das mal provisorisch erstmal so. Und so. Dann kommt hier der Splitter. Den kann man aber nie so genau daran platzieren, oder? So, aber ich kann das jetzt verbinden. Oder? Kann ich das jetzt verbinden? Ja. So. Und wir wollen zwei Konstruktoren. Ja, der Baum ist definitiv im Weg. Ja, der... Warte mal, die können noch ein Stückchen weiter rüber. Da hab ich mich ein bisschen verkalkuliert. So. Und so vielleicht. Oh ja, das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Und dann zack. Und zack. Und ihr beide stellt Beton her. Ihr stellt beide Beton her. Und dann führe ich das... Warte mal, ein Lagercontainer müsste eigentlich genug Slots haben, oder? Dann führe ich das nämlich beides wieder in einen Lagercontainer zusammen.
führe ich beides dann hier in... Warte, da muss ich ein bisschen mehr Platz einrechnen. Weil ich die ja wieder zusammenführen muss. Wir machen jetzt erstmal den Teil von wegen, den Teil von wegen Logistik hier alles fertig machen und danach versorge ich den ganzen Kram mit Strom. So, oh Gott, das ist immer noch ein bisschen zu wenig Platz, oder? Naja, ich versuch's mal. Platz sparen ist halt besser eigentlich. Ne, ich glaube, das passt sogar. Okay, warte, der muss ein bisschen anders. Fuck. Er hat doch gesagt, das war aligned. Das war aber nicht wirklich aligned. Hä, das ist nicht aligned. Okay, ich mach's mal aus der Perspektive. Okay, jetzt ist es aligned. So halbwegs. Zack. Gut. Und hier kommt unser ganzes Beton rein. Da sollte dann in nächster Zeit relativ viel Beton reinfließen. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Kram noch mit dem Strom verbinden, richtig? Was ist denn eigentlich mit der Produktion hier, mit der Kupferproduktion? Läuft das an? Oh ja, oh ja. Wunderschön. Nur, dass hier halt Draht hergestellt wird, ne? Hier müssen wir dann... Also hier kommt auf jeden Fall auch noch was, dass auch Kabel hergestellt werden. Momentan haben wir halt jetzt erstmal nur Draht. Na, Draht kann man auch immer gebrauchen. Wait. Sollte mir wahrscheinlich auch gleich mal ein bisschen Draht snaggerinon. Für die Stromverbindung gleich. Ich hoffe, der Krankenwagen, der da gerade vorbeifährt, ist nicht zu laut. Okay, wir haben alles bis auf Beton. Und Beton brauchen wir jetzt nochmal ordentlich. Ne, wait, Beton nicht. Das waren Eisenstangen, richtig? Eisenstangen, genau. Also heute ist ein produktiver Part. Heute ist ein produktiver Part. Heute sorgen wir erstmal dafür, dass alle Ressourcen, die wir so gebrauchen könnten, automatisch reinfließen. Und in den nächsten Parts erkunden wir wieder ein bisschen mehr und warten dann, dass sie reinkommen. Gut. Gleiches Spiel, ne? Gott, wir brauchen, glaube ich, noch einen... Was? Ach, keine Kabel. Wir brauchen, glaube ich, noch einen Biomasse-Generator, um den ganzen Kram hier zu versorgen. Ich glaube, da muss noch einer her. Weil die ganzen die beiden Konstruktoren müssen ja auch damit noch versorgt werden. Das, warte mal, schaffe ich das? Nee, das ist jetzt die dritte Verbindung, glaube ich, ne? Oder die zweite? Na, vielleicht doch. Die hier jetzt für den Miner und dann noch die beiden restlichen für die beiden Konstruktoren müsste passen. So, Leitung ist ab hier zu lang, das heißt, hier kommt ein Strommast hin und dann geht's sofort weiter. So, komme ich darüber. Nee, Leitung leider... Oh, ist aber auch wieder so knapp, ne? Es ist auch schon wieder so sehr knapp. Dann machen wir die mal dahin, dann stört die nämlich nicht und ist nicht so im Weg. Gut. Du kriegst jetzt Strom und kannst jetzt anfangen. Und jetzt brauchen nur noch die beiden Konstruktoren auch Strom. Und dann, boah, müssen wir Biomasse sammeln. Das ist, glaube ich, Ziel... Das ist Ziel für den nächsten Part. Das lasse ich dann für den nächsten Part. Da sammeln wir Biomasse bis zum Umfallen. So, Nee. Also jetzt, wir können ja auch das erstmal dabei belassen und erstmal nur einen Konstruktor arbeiten lassen. Oder aber ich baue noch einen Biomasse-Generator. Nur für den Konstruktor. Aber auf der anderen Seite brauchen wir hier ja auch noch einen Konstruktor. Also, ich glaube, wir kommen gar nicht drum rum, noch einen Biomasse-Generator zu bauen. Was, das wollte ich nicht. Biomasse, ja... Die sind alle bald out of. Außer der hier, der hat noch ziemlich viel. Dann nehme ich mal hier die Hälfte. Warte mal. Hälfte, wieder rein. Hälfte, wieder rein, habe ich gesagt. So, wo ist jetzt wenig drin? Hier kommt was rein. So, dann haltet ihr wenigstens erstmal, wenn ich im nächsten Part eine Tour mache, so lange erstmal noch durch hier. Gut, das war's für den Part Satisfactory. Und an der Stelle geht's beim nächsten Mal weiter, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis dahin.